Große Maschinen, bayerische Gemütlichkeit und ein buntes Rahmenprogramm. Diese Mischung ist das Erfolgsrezept der traditionellen Roperhaus-Vorführung, die nach 6 Jahren Pause im vergangenen Herbst erstmals wieder stattfinden konnte. Mehr als 15.000 Besucher folgten der Einladung und konnten die neuesten Maschinen zur Ernte von Zuckerrüben und Kartoffeln im praktischen Einsatz bestaunen. Wir von Agro Pictures waren mit der Kamera vor Ort und haben für euch die spektakulärsten Bilder eingefangen. Sonntag, 6. November 2022. Das Wetter tut sich noch etwas schwer, als um kurz nach 8 Uhr alle Vorführgespanne extra für unsere Kameras nacheinander aus den Werkshallen rollen. Selbstfahrende Zuckerrüben-Vollernter, Verladetechnik und die gezogenen Kartoffelroder. Die Roperhaus-Vorführung hat eine lange Tradition und ist ein Pflichttermin für alle Landtechnik-Fans. Besuchermagnet sind wie immer die praktischen Vorführungen. Schon am Vormittag beginnt der Rode-Einsatz mit 6 verschiedenen Selbstfahrern, darunter die weltweit leistungsstärksten Zuckerrüben-Vollernter Tiger 6S und Panther 2S. Die 15 Hektar große Vorführfläche rund um das Werksgelände in Sittelsdorf gehört zum Ackerbaubetrieb, den die Roper-Inhaberfamilie nach wie vor selbst bewirtschaftet. 50 Jahre ist es nun her, dass Hermann Peintner in seiner Hofwerkstatt den ersten selbstfahrenden Zuckerrüben-Vollernter entwickelt und gebaut hat. Dass das der Beginn einer beispiellosen Erfolgsgeschichte war, ahnte der junge Landwirt damals noch nicht. Heute gilt Roper als weltweiter Technologieführer im Bereich der Zuckerrübentechnik. Der Firmenname Roper ist übrigens eine Abkürzung und steht für Rodetechnik Hermann Peintner. Die Maschinen arbeiten heute in über 40 Ländern. Weltweit beschäftigt das Unternehmen knapp 800 Mitarbeiter. Die Zuckerrüben werden am Feldrand abgebunkert und von der neuen Roper Maus 6 auf verschiedene Transportgespanne verladen. Die Maschine begeistert mit ihren gewaltigen Dimensionen und der hohen Durchsatzleistung von mehr als 500 Tonnen pro Stunde. Wir mischen uns unter die Besucher und fragen nach dem Grund ihres Kommens. Zum Roper anschauen? Was hat uns einfach interessiert? Von Roper haben wir immer schon die Rubenernte gesehen, die Felder, und wollten wir uns anschauen. Ja, weil mich das Thema interessiert und weil halt einfach, ich finde, Roper ist ein schönes Thema. Wir sind heute da, weil der Kleine hier sehr, sehr landmaschinenbegeistert ist und vor allem eben die Rübenernter und auch die Maus. Und deswegen sind wir hier. Das ist die Einschlafbegleitung abends immer, der vor allem mal das Video schauen. Auch natürlich von Agro Pictures, und deswegen sind wir hier. Danke euch. Ja, wir wollen uns das heute anschauen, bei Roper, die ganzen großen Maschinen, die neue Zucker- und Vollernter, Roper 6S, die uns ganz gerne interessieren. Und sonst schauen wir mal, wie es läuft. Jetzt machen wir zuerst Mittag und dann schauen wir rum. Ja, das ist sehr innovativ, die Firma Roper, und hat sehr viele neue Maschinen. Und es ist einfach einzigartig, was man da an Landtechnik sieht und was da bewirkt worden ist in den letzten 50 Jahren. Die Technik, die ist halt einfach spannend, und große Maschinen haben halt einfach gut. Wir haben halt da, weil der Sebastian schon seit heuer haben wir mal beim Opa mit dem 6-Reihe mitgefahren, und da wird er halt mal sehen, wie das so abläuft, gell? Ja. Lass mal reinwinken in die Kamera. Winke, winke. Ich baue selber auch Zuckerrüben an, bin jahrelang selber in Europa Vollernter gefahren. Und die Technik ist einfach spannend, und es ist auch so viel zu sehen, was die Landwirtschaft allgemein, ja, was an Technik gibt zurzeit. Weil ich will Landmaschinen sehen und Bulldog interessieren am besten. Und mich interessieren auch die Landwirte. Ich bin zwar kein Landwirt, nicht, aber mich interessiert das alles. Für uns ist dieser Sonntagsausflug mit dem Enkelkind. Und dass es auch das sieht, weil der freut sich da unbändig. Also ist ein richtiger Erfolg, glaube ich, weil so viele Leute wie da kommen, das ist echt Wahnsinn. Und ich glaube, man sieht halt einfach auch die Wertschätzung da bei den Landwirten für Roper, weil sonst da weit nicht so viele Leute kommen. Also man sieht halt einfach, wie wichtig die Leute Roper und vor allem die Landmaschinen heutzutage sind. Ja, wir wollten einfach mal schauen, was Roper so für neue Technologie hat. Ja, ich bin Betriebshelferin, und
da muss man sich ja mit allen Früchten auskennen und deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir das heute mal an. Ich bin hergekommen, weil mich das recht interessiert ist mit den Landmaschinen. Bei mir interessiert das halt auch und ich bin halt auch hergekommen, weil es halt auch spannend ist und so. Und mir gefällt es halt auch recht gut. Man schaut dazu, ob man es sieht. Landwirtschaft hat einfach, es ist Interesse für die Landwirtschaft einfach auch da. Ringsherum, es haben viele Leute nichts mit Landwirtschaft zu tun, aber irgendwie begeistert es alle. Am Werksgelände werden die Rüben sofort weiterverarbeitet. Ein großer Radlader beschickt den selbstgebauten Schredder, der die süßen Wurzeln zerkleinert. Über ein Förderband gelangen sie direkt in den Fermenter der betriebseigenen Biogasanlage. Ein innovatives Pilotprojekt, das laufend neue Erkenntnisse über die Gäreigenschaften von Zuckerrüben und deren Nutzung zur Energieproduktion liefert. Vor 10 Jahren ist Ropa in die Kartoffelerntetechnik eingestiegen. Mit vielen technischen Innovationen und Alleinstellungsmerkmalen wird der Hersteller seinem Premium-Anspruch auch in dieser Sparte gerecht. Die gezogenen Kartoffelroder Keiler 1 und Keiler 2 kommen auf einem 8 Kilometer entfernten Feld zum Einsatz. Eine Premiere bei der Ropa-Haus-Vorführung. Viele interessierte Zuschauer nutzen die Gelegenheit, um die Maschinen bei der Arbeit zu beobachten. Die frisch gerodeten Knollen werden mit der Kartoffelmaus auf Lastwagen verladen. Eine spezielle Weiterentwicklung der Rübenmaus, die für diesen Einsatz grundlegend modifiziert wurde. Auf dem Betriebsgelände herrscht inzwischen Hochbetrieb. In einer umfangreichen Landtechnik-Ausstellung präsentieren zahlreiche Partnerfirmen ihre Maschinen, teilweise auch im praktischen Einsatz. Neben dem Fachprogramm hat bei Ropa aber auch das gemütliche Beisammensein einen zentralen Stellenwert. In den beheizten Hallen des Montagezentrums finden die Besucher Zeit, sich untereinander auszutauschen. Für das leibliche Wohl ist mit deftigen Schmankerln sowie Kaffee und Kuchen der Landfrauen bestens gesorgt. Gleich nebenan können sich die Nachwuchslandwirte in der Hüpfburg und im Tretschlepperparcours so richtig austoben. Das anfänglich trübe Wetter hat inzwischen Platz für die Sonne gemacht. Am frühen Nachmittag versammelt sich das Publikum zur Technikpräsentation hinter dem Werksgelände. Nach den Grußworten von Firmengründer Hermann Peintner und Geschäftsführer Dr. Eberhard Kreil sprechen die Produktexperten über die technischen Besonderheiten und neuesten Innovationen im Bereich der Zuckerrüben- und Kartoffeltechnik. Gleich im Anschluss gehen alle Maschinen nacheinander in den Rodeeinsatz. Für viele Besucher der Höhepunkt des heutigen Tages. Das Highlight ist natürlich die Vorführung. Wie ist die Ruhe am Astertiner und verloren und so? Mein Highlight war immer, wie die Zuckerrohrmaschinen direkt vor mir vorbeigefahren sind. Maus, Tiger, Panther. Mir gefällt der Tiger am besten, weil er 3 Reifen hat und der Panda nur 2 Reifen an einer Seite. Der Tiger. Weil das der größte ist, oder? Und der stärkste. Okay. Und was ist der kleine? Wie heißt der? Panda. Er ist auch nicht schlecht, gell? Er ist ein bisschen windiger. Besonders gefallen hat mir die Live-Vorführung und dass er heuer mal das Wetter passt hat und kein Corona ist. Und es ist beeindruckend, wie viele Leute da haben. Ich sage mal, jetzt ist ja eine Zeit, wo im Ackerbau daheim nicht so viel Boden ist. Ist ein schönes Entertainment, würde ich mal sagen. Ja, ist immer ein mazes Event und ja, das Wetter passt halt auch, also super Sache. Auf jeden Fall ist das eine richtig geile Veranstaltung, das was sich rentiert, dass man herfährt. Wahnsinn, macht einfach nur Spaß, super. Doch Ropa setzt noch eins drauf. Zur Freude der Zuschauer bringt Firmengründer Hermann Peintner seinen allerersten Roder in den Feldeinsatz. Es war vor allem der Wunsch nach mehr Schlagkraft, der den erfinderischen Landwirt vor mehr als 50 Jahren zu dieser Konstruktion bewogen hat. Ja, damals war halt der Einreiher, der wo halt die Rüben bei uns in der ganzen Deutschland gerodet hat. Und das ist eine sehr langwierige Arbeit gewesen.
Und so wollte ich dann einen Sechsreiher bauen, der wo alles köpfen, roden, bunkern und bis zum Feldrand, die man die Rüben mitnehmen kann. Und das ist dann 1972 verwirklicht worden in meiner Werkstatt auf dem Bauernhof. Und so hat die Maschine ungefähr ausgeschaut, ist ein paar Mal schon verbessert worden, aber das Grundgestell ist immer noch das gleiche. Eine technische Besonderheit ist das Antriebskonzept mit zwei Motoren. Den Rodeantrieb übernimmt ein luftgekühlter Deutz Sechszylinder mit 7 Litern Hubraum und 90 PS. Zum Fahren hat Peintner ein gewaltiges 8-Zylinder-Triebwerk mit 17 Litern Hubraum und 256 PS eingebaut. Über ein Viergang-Schaltgetriebe kann er die Fahrgeschwindigkeit den Rodebedingungen im Feld anpassen. Ja, die Maschine hat zwei Motoren, und zwar aus dem Grund, damals hat er die Hydrostatik, war noch gar nicht so bekannt, oder fast keine gegeben. Und der kleinere Motor, der treibt die Maschine an, dass die Maschine immer den gleichen Geschwindigkeit hat, und der große Motor den Fahrantrieb, und somit konnte ich mit dem Gas zwischen 3 und 6 Kilometer fahren. Und das ist ungefähr so die Rodegeschwindigkeit früher. Heute roden wir viel schneller. Ja, die Maschine, die schafft in einer Stunde einen halben Hektar. Und der neue schafft einen Hektar. Der schwere Boden und die hohen Erträge verlangen der Maschine alles ab. 10 Tonnen Rüben passen in den Bunker. Damals wurde Hermann Peintner für seinen Sechsreiher von vielen Seiten belächelt. Doch der Visionär sollte Recht behalten. Ja, das war damals, haben ja auch die namhaften Hersteller, das waren ja die, wo die Einreiher hergestellt haben, sind ja alle gekommen und haben dann die Maschine beim Roden besichtigt. Aber die haben nicht geglaubt an dieses System. Die haben gesagt, das ist viel zu groß. Kann man nicht in der Landwirtschaft verkaufen, und die haben nach wie vor an Einreiher damals und dann in Zweierreiher festgehalten. Aber sie haben halt nicht erkannt, dass die Zukunft zum Sechsreiher geht. Und da hat natürlich auch die Südzuckerzugindustrie dazu geholfen, da man das immer mehr rationalisiert hat, ganze Abfuhr, und dann kam die Maus noch dazu. Und man hat das zu damaliger Zeit, in der heutigen Zeit, also der Landwirt vielleicht nur mehr 20% Arbeit in die Rüben ging vor 50 Jahren. Dem grundsätzlichen Funktionsprinzip der ersten Maschine ist Ropa bis heute treu geblieben. Die modernen Nachfolger sind aber größer und vor allem leistungsfähiger geworden. Wir roden nur mehr im Front, also es fährt keine Räder mehr durch die Rüben. Das hat einen großen Vorteil noch dazu, wenn es so nass ist. Und dann eben auch die Leistung. Also die Maschinen sind ja vom Durchsatz, haben sich verdoppelt, und auch die Motorleistung. Wir haben in den neuen Maschinen bis zu 500 kW oder 700 PS. Jede Witterung schaffen die, jede Witterung. Und auch die Reifen haben sich erheblich verbessert. Die großen Reifen und auch die geringe Luft, die fahren ja fast durch jeden Dreck durch. 50 Jahre Rodetechnik, Hermann Peintner. Ein halbes Jahrhundert Landtechnikgeschichte auf einem Feld. Der kernige Klang der alten Motoren und der Geruch von verbranntem Diesel in der Luft. Für einen Moment wirkt es so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Da bleibt wirklich kein Auge trocken. Die Zuschauer sind begeistert. Richtig geil, also der alte, das ist einmal eine andere Maschine. Oder was sagst du? Ja, also der alte, der geht schon gut. Ja, und auch die neue Technik, die gefällt mir auch recht gut. Und allgemein eine schöne Vorstellung ist das da heute. Eindrucksvoll, was damals der Familienbetrieb letztendlich bis zum heutigen Tag geschaffen hat. Ja, ja, das ist ein wahnsinniger Unterschied, was sie da hat die letzten 50 Jahre. Und wenn man den Vergleich sieht, schon beeindruckend. Das hat mir gut gefallen, weil man vor Jahrzehnten schon mit einfacher Technik was machen hat können. Das begeistert mich. Mit Standardkomponenten hat sich da noch was gedacht. Wenn die neuen noch 50 Jahre so laufen wie die alte heute, schauen wir mal, wie es da dann ausschaut. Wenn einer dieser so zusammenbauen kann aus Schrottteilen, ist das natürlich ein Indiz für ein Genie. Das ist klar. Ja, und dass heute noch funktioniert, sensationell. Hat sich auf alle Fälle gelohnt, dass wir hergefahren sind, gell? Für alle, die es diesmal nicht nach Sittelsdorf geschafft haben, gibt es gute Nachrichten. Auch in Zukunft wird es wieder eine Europa-Hausvorführung geben.
Den genauen Termin gibt der Hersteller rechtzeitig bekannt. Wenn ihr jetzt noch mehr über Tiger, Panther und Maus erfahren wollt, dann schaut euch unbedingt den ausführlichen Technikcheck auf unserem YouTube-Kanal an.